Ja, jetzt, wo du sagst. Muschi! Und wir sind zurück wieder bei der 5-Runde Klassik-Weltmeisterschaft. Jake und Joker am Start. Hallo. Und wir sind in Ungarn, Budapest. Wir sind bei den Nutten. Da, wo Beißler Rosberg war damals, gell? Und die Rolex, aber jetzt nicht mehr. Nee, jetzt nicht mehr. Das war aber Kennys Schild. Auch legendär. Ungarn, das ist eigentlich auch eine Strecke, die ich mag. Ich bin ja, ich oder Jake mag sie auch. Und die meisten hassen die Strecke. Warum auch immer. Es ist halt, aber ich mag sie. Ich hab's eigentlich mal gemocht. Fahren tue ich eigentlich ganz gerne, aber so von Reinstechnisch. Obwohl da die letzten Jahre in der dominanten Mercedes-Zeit 14, 15 immer die beste Rennen gerade dort waren. Na, gibt's heute wieder Punkte? Also ich hoff's doch. Muss irgendwo drin sein. Die Kurve war schon mal richtig scheiße. Ich habe in der Klassikmeisterschaft schon mehr Punkte als in den zwei Saisons mit Renault davor. Jetzt merkt man, die Klassikautos machen aber auch wirklich mehr Spaß zum Fahren. Außer man landet im Kies, dann drehen sie sich wie ab. Dann kriegt man sie fast wieder nicht auf die Strecke. Boah, da musste ich jetzt ein bisschen die Schikane kurz nehmen, sage ich mal. Dann sind wir auf der gleichen Höhe, nicht? Also die Schikane, die lag mir jetzt gar nicht wirklich. Shit. Okay, der Jack hat auch einen Grundfehler. Dann wird die KI das machen, glaube ich. Nachher macht's der Beißler. Das wär's doch. Das glaube ich zwar nicht, aber das wäre doch jetzt der Kracher, wenn da plötzlich eine 1 stehen wird. Das wäre der Hammer schlechthin. Aber ich glaube nicht, dass wir das jemals hier erleben werden mit dieser 5-Runden-Meisterschaft, der Pol von Beißler. Und dann startet er eh scheiße, also von daher. Puh. Na, P6. Der Runde, ey. Stark, Jake. P6 ist natürlich auch nicht schlecht. Das muss das Ziel sein, Punkte mitzunehmen. Und ins nächste Level zu kommen. Ja. Joker hat 4/10 verloren. Und da hinten ab Platz 3, da sind sie eh alle wieder weg vom Schuss. KI ist da sowas von Gummiband, merkt man. Wang, wang, wang. Beim Start. Beim Start nicht, da ziehen sie wieder weg. Da flitscht das Gummiband nämlich. Oh, da wird gefickt bei RTL 2, ja. Reit ihn ab. Er ist doch Basic Instinct, ja. Und dann mit dem Eispickel schön am Morgen den Sack. Oh Gott. Wegen? Ja. Oh, ja, ich habe immer, ich habe mittlerweile nur noch Setup. Ja. Die letzten, sind ihn fest, jawohl. Die letzten Rennen habe ich immer nur Setup 3 genommen, habe ich gar nichts mehr verstellt. Könnte nicht unbedingt schlechteste sein. Scheiße hier. Der Jake hat jetzt schnell RTL 2 angemacht, damit er das aussieht. Quatsch. Nein! Frühstart oder wie? Oh, das war schlecht Start. Oh Gott! Alter, fast gedreht beim Start. Und was hast du gemacht, Joker? Frühstart? Oder war es Jake? Und ich drehe mich weg! Ja, da vorne hält der Joker alles auf für mich. Also das war ein mieser Start, den ich da gerade hinkriege. Das war ein Labstart. Das war zum Einschlafen. Das war ein Peter Stöger Start von mir, war das. Oh Gott, mein Knie ist angeknackst. Oh je, ich bin hinter dir, Joker. Hast du mitgekriegt, der Stöger soll angeblich in Premier League gehen als Trainer? Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ist ja der Sievert, der Dortmund. Trainer soll jetzt der nächste wieder geholt werden. Und Flügel angeknackst, ich habe mich auch weggedreht. Ach, verlier mir wieder 3 Plätze. Was soll der zu Huddersfield gehen oder wie? Ja. Ach, ist der Stöger dann auch bei Huddersfield im Gespräch? Nein, Huddersfield nicht. Jan Sievert halt, der von Dortmund 2, der nächste nach David Wagner. Den haben sie jetzt geholt. Soll. Soll. Hat der Wagner von sich aus hingeschmissen, gell? Boah, angeblich ja, weil er eine Pause haben will, aber ich glaube halt, dass er einfach doch nicht so richtig
ein guter Trainer ist, weil das, was wirklich die Mannschaft da zusammengespielt hat, ist halt dann nur hinten drin stehen und halt hoffen, dass man auf Konter mal ab und zu was. In der ersten Saison hat es ja noch gereicht. Das war noch beeindrucken können und eine Aufstiegssaison auch noch. Aber irgendwann haben die Gegner das dann halt raus und dann die dann halt die Bude voll. Und wo war der Stöger jetzt im Gespräch? Ah, jetzt, weil der Eintrag bei Wikipedia halt hieß, dass er da jetzt bei Huddersfield unter Vertrag ist, aber das stimmt nicht. Ah, okay, da war der Stöger dort im Gespräch. Naja, der Stöger, naja. Er war halt nicht im Gespräch, haben halt nur Wikipedia mal wieder falsch geschrieben. Und das ist so eine Scheiße hier. Oh, was machen denn hier? Oh Gott. Und Trea, Scheiße. Da habe ich erstmal einen McLaren umgedreht, der ist in einen anderen reingefahren. Dann drehe ich mich komplett, dafür habe ich aber eine Zeitstrafe gekriegt. Na super. Das Regenwetter, das bringt mir nicht so viel ein. Ein angekackster Flügel, der war vorher schon kaputt, aber... Aufpassen, wenn ich mich immer wegdrehe, dann wartet. Aber das rutscht auch extrem weg bei dem Regen, das Auto. Also da hätte man vielleicht Müll. Ja gut, das kann man ja nicht ahnen. Also gut, ich muss jetzt wegkommen. Ich habe 2 Sekunden Zeitstrafe. Muss jetzt da irgendwie gucken, dass wir da auch hier einen Punkt mitnehmen. Oh, Chef, halt die Klappe. Ich habe dir schon. Hab ich 8 Sekunden vorm 5. Vorsprung. Ja, hast du eine Zeitstrafe? Nein. 2 Sekunden. Oh, okay. Na ja, gut, du, bei dir klappt's. Bei mir wird's eng. Obwohl der Ander knackst hinten dran. Ja, ich habe den McLaren überholen wollen. Dann kam ein Auto in Schlingern, hat den berührt. Dann sind beide weggedreht. Und dann ist ein anderer gekommen mit einem McLaren und ist dem draufgefahren. Voll rein. Und dann habe ich mich gedreht und bin unsichtbar geworden. Also konnte keinen mehr treffen. Was ich auch gar nicht wollte. So. Aber jetzt bin ich schon wieder dran am Feld, also die KI kriegt hier es auch noch nicht richtig gebacken. Zumindest die im hinteren Feld nicht. Einer geht an die Box. Die Levasseur geht an die Box. Hast du die getroffen? War die nicht bei dir verwickelt da am Anfang? Halt, ja. Die ist ja halt auf Platz 3 in der WM, ja. Ist die nicht bei dir in die Kollision verwickelt gewesen? Aber dann hättest du ja auch schon nach der ersten Runde eigentlich gehen müssen. Ich weiß halt jetzt nicht, wer da als er Kontakt hatte. Ich bin jetzt dadurch, die anderen zwei sind auch so langsam, der Sari und der Rot. Ich habe die jetzt alle beide auf der Start-Siegkarte, also ich bin schon wieder Sechster. Das ist auch die einzige Möglichkeit, hochzusehen und dran zu überholen. Jetzt bin ich Dritter, bin an Correa vorbei. Also aber Punkte soll es hier wieder geben. Aber jetzt merke ich, was Jake sagt hat, der McLaren ist tatsächlich etwas überpowered, wie schnell der da wieder drankommt. Ich glaube, wenn ich da einen 91er McLaren genommen hätte, wäre ich nicht so schnell dran gekommen. Den habe ich ja als Modell, den 98er McLaren vom Mika. Als 1:43 Modell. Immer noch viel zu wenig Klassikers. Hören Sie mal richtig Kohle für aussehen. Für aussehen, ja, da sind wie viele haben. Die könnten ja auch zur Not auch DLC. Stimmt, die könnten noch ein paar mehr reinmachen. Was könnte man denn auch reinmachen? Man könnte ja auch noch. Man, die könnten ganze Jahrgänge da von mir aus drin machen, aber so diese. Das ist es ja eben. Ein 98 ist dann overpowered. Was ist ja denn, dass hier die ganzen Jahrgänge gegeneinander antreten? Das ist halt so ein bisschen. Ich weiß, was du meinst. Du meinst, die sollten so Classic-Saisons reinmachen. So 98, 2000, 99 oder 97 oder sowas. Wollen oder 88. Kohle wie bitte? Ich hätte halt mal ein bisschen Kohle für die Lizenzen springen lassen. Ja, zum Beispiel Senna Lizenzen oder so. Aber das Senna Auto haben sie ja. Jetzt hat der Glück Arrow war wieder ein Video gemacht, was er sich halt wünscht für 2019. Hab ich halt wirklich damit. Mit, dass man als Rookie anfängt, halt wirklich in der unteren Liga. Formel 3. Ja, das habe ich gesehen. Also zumindest habe ich gesehen, dass er das Video gemacht hat. Formel 3, Formel 2. Und ich glaube, ich habe noch nicht reingeguckt, aber was ich am Sandmix sehr wünscht, dass ich auch noch, dass die Fahrer auch das, was du schon seit Jahren bemängelst, dass auch mal Fahrerwechsel passieren, dass mal ein Hamilton zu Ferrari geht oder ein Verstappen zu Mercedes.
das was du ja seit Jahren bemängelst, dass das... Wenn du da wirklich 10 Jahre spielst, dann da immer alles gleich bleibt. Das hast du schon oft. Fände ich auch schön, wenn das mal so wäre, dann plötzlich mal so ein Hamilton zu Ferrari wechselt oder einen Verstappen zu Mercedes oder ein Vettel zu Red Bull zurück oder solche Geschichten. Oder es kommen eben aus der unteren Klasse auch mal Fahrer nach, alte hören auf. Mal gucken, ob sie es irgendwann noch umsetzen werden. So, vor mir ist der Jake, nur Vierter, was ist los? Was ist an der Box, wa? Ja, ich hatte durchgeschaut. Hast du was kaputt gemacht? Nee, vom Frühstart noch. Oh, okay, Durchfahrtsstrafe. Ach, du hast den Frühstart gemacht. Du bist da so angezuckelt. Ich sehe, einer ist da angezuckelt vorhin. Das heißt, Joker führt. Ja. Momentan habe ich auch über 2 Sekunden. Ja, ich bin jetzt auch im guten Bereich. Jetzt bin ich mittlerweile schon Fünfter. Okay, ich war doch gerade eben noch Sechster. Auch nicht schlecht. Ja, wäre schön, wenn so. Doch, wirklich bei dem Error wieder mal ein bisschen mehr drauf hören. Och, wenn der wirklich ein bisschen Einfluss da hätte. Naja, der er und noch drei, vier andere, die dürfen ja immer wieder jedes Jahr zu Codemasters. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, der hat auch schon ein paar Sachen durchgebracht, die man sich schon bei 2011, 12 und so gewünscht hat. Der soll da ruhig noch ein bisschen mehr Druck machen. Eben gerade mit so Wechsel oder so untere Klasse. Macht den Karrieremodus zwar noch aufwendiger, aber es wäre halt ja, wirklich... Ja, sie können ja auch ruhig, warte, sie können ja vom Star 2 Version machen. So wie sie jetzt halt ist mit diesen ganzen Entwicklungen und halt, dass du wirklich alle Training durchgehen musst und halt vielleicht eine abgespeckte Variante von sowas. Würde ja auch gehen. Also du meinst so einen abgespeckten... Ah, Hallöchen. Ah, Valvo, servus. Ja. Oder halt so eine Variante, dass du so einen Karrieremodus möchtest, du nur so einen einfachen, so wie es jetzt ist, dass du halt nicht alles machen musst. Oder wie es bei 2.11 oder 2.12 war, dass du halt nur Qualifying und so fahren musst. Oder halt wirklich, dass du halt dann so eine Testtage hast, wo du dann halt auch mehr entwickelst und vielleicht ist nicht mal so schlecht. Jake hat jetzt einen überholt, den Correra. Ja, der sollte auch ruhig mal ein bisschen mehr. Glückwunsch, Joker. Nein. 15 Sekunden Vorsprung, also sollte das trotzdem reichen, um den fünften. Ja. Okay. Aber das macht nichts, kein Problem. So, P5. P5 wird's, denn die Zeitstrafe habe ich locker rausgefahren. P5. Super, Michi. Michi, super. In Ungarn, Valvo. Nachdem hat zum Jeff schon wieder fuck you, bitch. Ja, und was hat er mir gesagt, der Fahrer vor mir? Der Jeff, und der blickt halt. Welchen Platz? Jake, welcher Platz? Zweiter. Joker gewinnt mit Zeitstrafe noch. Der Michi hat einen Platz schon mal wieder gut gemacht. Jetzt schon 9. Jetzt schon am 2. Brite vorbei. Und den 3. will ich mir auch noch schnappen. Der ist auch nicht mehr so weit weg. Ja, und bei euch 5 Punkte. Die Frau hat abreisen lassen jetzt in dem Williams. Ja, nach dem Schneiden in Ungarn, das wird schwer. Susi Wolf? Let's go, Toto, let's go. Oh, Spa-Francorchamps. Oh, das wird ja auch wieder eine spaßige Veranstaltung. Sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich sag schon mal danke fürs Dabeisein, Jake und Joker und auch an Valvo. Und dann bis zum nächsten Mal. Muhu. Pütz. Wieder los.